Leute und ganz herzlich willkommen zu meiner One Week Without Tom, Part 3. Auch schon, wow, die Tage vergehen wirklich wie im Flug. Heute begann der Morgen mit einer nicht so wunderschönen Nachricht. Und zwar hat mir der Hufschmied einfach mal schon wieder abgesagt. Ich mache mich übrigens nebenbei jetzt einfach fertig, weil ich mich auch wieder schon ein bisschen sputen muss. Ich habe heute Morgen schon angefangen, das Video von gestern zu schneiden. Deshalb ist es jetzt auch schon 12.50 Uhr. Ich habe aber noch nicht gefrühstückt. Ich mache mich jetzt erst fertig. Ich lag einfach die ganze Zeit im Bett, habe Videos schon geschnitten. Habe Termine geplant. Am Sonntag habe ich ja Turnier mit Gollum. Ich habe das Geld natürlich jetzt auch schon bezahlt. Im Endeffekt wäre mir das dann halt auch egal so. Aber ich hoffe einfach, dass er jetzt dann wirklich morgen früh kommen wird und ich dann noch meinen Springunterricht haben kann. Jetzt reicht es aber auch mit der schlechten Laune. Ich meine, man kann es jetzt auch leider nicht ändern. Und hoffentlich kommt er dann morgen. Ich habe ja schon alles probiert. Ich habe ja bei einem Notfallschmied schon angerufen. Der hat leider auch keine Zeit. Und bei meinem Freund Mathis, der ist ja auch Hufschmied, der hatte auch keine Zeit. Am Sonntag habe ich da schon gefragt oder für Sonntag hatte ich gefragt. Ich mache mir jetzt erstmal mal wieder einen Toast oder zwei Toast. Aber diesmal nicht mit Nutella, sondern mit Käse. Das hier ist übrigens mein Lieblingskäse. Es ist der alte Gouda. Den mag ich wirklich am allerliebsten. Und es ist ein Paket gerade eben angekommen. Das werde ich jetzt schnell mit euch zusammen auspacken. Oh, ich brauche hier ein Messerchen. Gestern sind ja hier auch schon Pakete angekommen. Schön, dass ich immer nichts wegräume, obwohl ich vorgestern hier noch alles aufgeräumt habe. Ich weiß, ich muss daran irgendwie was verändern, dass man einfach ordentlich bleibt und nicht jedes Mal einfach wieder aufräumen muss. Das Erste, was angekommen ist, sind die Autogrammkarten die neuen? Und ich zeige sie euch jetzt. Oh Leute, die sind so schön, oder? Wir dachten uns, Mintgrün ist doch die neue Farbe. Und da bestellen wir einfach mal welche in Mint. Was ist das denn? Nein, das ist nicht auf jeder so, oder? Nein, Leute. Das kann jetzt nicht wahr sein. Seht ihr das? Seht ihr dieses eine pinke Herz? Das kann doch nicht wahr sein. Nee, Leute. Ich bin jetzt traurig. Die Herzchen sollten einfach nur dunkelgrün und hellgrün sein. Und jetzt ist da einfach so ein rosanes dazwischen. Oh nee, jetzt bin ich traurig. Ich glaube, ich sollte einfach so tun, als wenn das gewollt gewesen wäre. Es gab aber auch noch ein zweites Paket. Jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Noch ein Stück Pappe. Jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Noch ein Stück Pappe. Wow, jetzt kommt hoffentlich aber wirklich der Moment der Wahrheit. Noch ein Stück Pappe. Wie viel Pappe tun die da rein? Hier ist einfach nur noch Pappe drin. Oh mein Gott. Oh, die sind ja schön. Die sind doch richtig schön. Und das ist so eine Special Edition. Und jetzt kommt der Geheimtipp bei einem Käsebrot. Ihr müsst dort einfach Maggi drauf machen. Ich habe auch einfach eine Maggi-Sucht. Das gebe ich auch ganz offen und ehrlich zu. Mein Vater hat mir das so beigebracht. Liebe Grüße an meinen Vater an dieser Stelle. Das ist wirklich das Allerleckerste, was es gibt. Käsebrot mit Maggi. Mmh. Oh mein Gott. Mmh. Jetzt habe ich mich umgezogen. Ich habe hier auch eine Jogginghose an, weil ich darunter eine weiße Reithose trage. Weil wir in weißer Reithose reiten. Ich muss auch noch das Pferd gleich einflechten. Aber vorher fahre ich noch kurz zu meiner Mutter nach Hause. Denn da muss ich noch einen Zettel ausdrucken. Wir haben hier nämlich keinen Drucker zu Hause. Und dann macht sie mir noch schöne Zöpfchen und dann düse ich richtig schnell in den Stall. Ich musste auch irgendwie total viel mitnehmen, weil ich ja noch Wechselklamotten mitnehmen muss. Es ist hier jetzt alles drin. Noch ein bisschen Schminke, damit ich mich später noch ein bisschen frisch machen kann. Weil wir nach dem Reiten ja sofort dann aufs Weidenfest gehen. Wir reiten nämlich von unserem Stall aus los. Dann reiten wir über so eine Straße mit hinter uns Pauken. Also wie so einen kleinen Krammermarktumzug, muss man sich das vorstellen. Und dann reiten wir zu dem Weidenfest hin. Und dann reiten wir wieder von da zurück. Einfach satteln die Pferde ab. Dann mache ich mich bei der Freundin nochmal eben frisch und fertig und ziehe mich um. Und dann gehen wir da wieder hin und verbringen dann den ganzen Abend. Und dann habe ich hier noch ein paar Sachen für Elena, für die Schwester von Tom. Die ist nämlich jetzt auch mal da. Die wohnt ja eigentlich ganz woanders, aber jetzt ist sie zu Besuch hier, auch wegen dem Weidenfest. Die kommt dann nämlich auch heute Abend. Mir war nicht bewusst, ich habe ja das Haus heute Morgen noch nicht verlassen, wie warm es einfach ist. Ich muss eigentlich echt mal auf die Wettervorhersage schauen. Wow, ich suche mein Handy und ist einfach in meiner Hosentasche. Es sind einfach 28 Grad und ich trage diese weiße Reithose und darüber noch eine Jogginghose. Ihr könnt euch vorstellen, wie sehr ich schwitze. Zum Glück habe ich ja nur ein T-Shirt an, aber es geht ja einfach mal gar nicht. Also mir ist so heiß. Unglaublich. Kiwi, schaut mal, wer da kommt. Hallo. Oh, wie süß sind die zwei. Oh. Könnt ihr euch noch an das Video erinnern, wo Kiwi noch so ein ganz kleines Baby war? Sie ist immer noch klein. Sitz. Gut erzogen ist sie auch.
Den Keks werde ich mir jetzt gönnen. Ich frage mich halt auch, warum meine Eltern hier einfach so eine Riesendose mit irgendwie so Pickups haben. Naja, da gönne ich mir jetzt erstmal einen raus. Und dann macht meine Mama jetzt noch die Haare, will sie gefilmt werden. Sie ist leider noch krank, aber sie muss leider meine Haare machen. Da führt kein Weg dran vorbei. Oma war gestern auch schon im Vlog mit drin. Ich schneide mich raus. Ich schneide meine Mutter raus. Ich füge dir einfach so ein anderes Gesicht hinzu oder so. Wie kann man nur so süß sein? Hattet ihr mit Helm? Ja, aber das muss irgendwie gehen. Wie mache ich mir jedes Jahr solche Zöpfe zu diesem Weidenfest? Ich weiß nicht, das ist einfach so... Oh Gott, meine Haare sehen aus wie so Kraut und Rüben. Das ist einfach Tradition bei mir. Kleiner Zwischenstand, meine Haare sehen schon sehr gut aus. Ich hoffe einfach nur, dass meine Kappe drüber passt, weil ich bin ja noch nie dort mitgeritten. Ich hatte meistens immer Valentino an der Hand, aber heute darf ich Cäsar reiten, da freue ich mich schon richtig drauf. Meine Haare sind fertig, die sind sehr, sehr schön geworden. Vielen Dank an meine Mutter an dieser Stelle, Dankeschön. Ich habe hier jetzt überall Haare von Kiwi. Kann schon wieder nicht wahr sein. Ich muss sagen, so kurz waren meine Haare irgendwie noch nie in so einem Zopf. Ich bin jetzt schon ein bisschen länger im Stall. Ich habe jetzt auch schon die Box von Bambi gemacht, die Heunetze gestopft. Sie hat aber heute frei. Genauso wie Gollum, der hat heute auch frei. Und Valentino, der steht auch draußen und hat einfach frei, weil ich das jetzt auch gar nicht mehr anders schaffe. Ich muss nämlich jetzt ganz schnell Cäsar fertig machen. Jetzt nehme ich mal schnell hier meine Sachen. Antonia. Das ist deine Fockys Weidenfest-Frisur. Ja, ne? Die trage ich wirklich jedes Jahr einfach. Wow, das wird hier schon so. Hast du schon erzählt, dass dir letztes Mal das Handy ins Klo gefallen ist? Nein, das habe ich nicht erzählt. Das letzte Mal, das war wirklich vor 3 Jahren, ist mir wirklich mein Handy ins Klo gefallen. Und dann hatte ich erstmal einen Monat gar kein Handy. Ich hatte Cäsar gerade eben erst draußen angebunden, aber ich bin ja wirklich eingegangen in der Hitze. Es ist so heiß, es hält ja wirklich kein Match aus. Und dann vor allen Dingen auch noch mit dieser Jogginghose und dieser weißen Hose darunter. Das geht einfach mal gar nicht. Naja, aber jetzt flechte ich den erstmal ein, den guten. Frag mich einfach nicht, was das hier für eine Konstruktion ist. Das ist mein neues Stativ. Ein Eimer und darauf eine Gießkanne und darauf das Handy. Hoffentlich fällt es nicht runter. Ich finde, das Ergebnis kann sich so einigermaßen sehen lassen. Es ist keine Meisterleistung, das muss ich ehrlich sagen. Aber ja, ja, ich sag einfach gar nichts dazu. Es ist echt eigentlich nicht schön geworden. Aber ich kriege das halt auch nicht besser hin. Also das ist wirklich das Allerbeste, was ich geben kann. Besser geht's nicht. Wir haben gerade festgestellt, wir sind sehr im Stress. Ich weiß auch nicht, warum ich jetzt noch die Vlogging-Kamera nehme. Aber Cäsar ist jetzt wenigstens schon fertig gesattelt. Und auch die Bandagen habe ich schon dran gemacht. Felix muss jetzt echt los. Ja, ich weil mich schon. Werde ich. Ach so, das habe ich auch noch gar nicht erzählt. Lulu darf spontan Valentino reiten. Da freut sie sich bestimmt richtig. Der kriegt einen Gurt um und auch eine richtig schicke weiße Schabracke. Und jetzt ziehe ich mich mal schnell an. Helm und Stiefel ziehe ich jetzt an. Mal sehen, ob das überhaupt auf diese Frisur passt. Es war gerade ein bisschen stressig, aber jetzt haben wir uns alle fertig gemacht. Und ich finde, das sieht schon ziemlich gut aus. Alle in Rot und Blau. Hier geht es jetzt schon gut los. Da hinten ist schon der erste Wagen. Aber die Pferde sind momentan noch richtig entspannt, richtig super. Und man sieht viel Turim, Turim. Hier, sie schaut ein bisschen. Sehr schön. Hallo. Angekommen auf der Weide und mein Arm ist fast abgefallen. Es ist einfach so schwer, diese Standarte, aber die nimmt mir Elena jetzt Gott sei Dank ab. Die Pferde waren wirklich alle richtig brav, außer Mopsy. Der ist irgendwie ein bisschen abgegangen. Der war ja ganz hinten, hinter diesen ganzen Trompeten, aber der hat es eigentlich auch ganz in Ordnung gemacht. Naja, jetzt nimmt mir Elena das hier ab. Oh. Jetzt gibt es erstmal was zu trinken hier, weil wir auch echt Durst haben. Es ist so heiß, aber echt krass hier mit den Kutschen und diesem riesen Umzug. Ist echt mega. Und Lulu, wie war's? War eigentlich ganz gut, außer dass der Mama ein bisschen abgedrängt hat.
Hinter ihm waren ja auch direkt die Pauken, ne? Ansonsten hat er es gut gemacht und jetzt ist er auch voll entspannt. Sehr, sehr schön. Er ist ja auch schon mal Kammermarkt und alles mitgelaufen. Hier ja auch schon voll oft mitgelaufen. Jetzt so das erste Mal wieder nach 2 Jahren. Lulu gönnt sich jetzt erstmal hier eine Bratwurst schon mal. Also das kann es ja wohl nicht sein. Nutzt du mein Pferd als Couch? Oder als Esstisch? Eher als Esstisch. Antonia auf Lopez. Der ist echt brav. Das ist halt echt schlimm. Der Helm sitzt so komisch mit diesem Zopf, aber egal. Das schmeckt ja so köstlich. Ich darf mich gerade selber nicht essen, weil ich hier mit In-Kamera mich selber die einzige bist, die ist. Will jemand noch ein Stück Wurst? Ja. Ja, hier. Ah, ja. Jetzt sind wir auch schon wieder auf dem Rückweg. Es hat alles super funktioniert. Die Pferde waren auch echt artig. Und Cäsar war eh irgendwie kein normales Pferd. Er hat noch nicht mal einmal geschaut oder so. Das sind, glaube ich, alle sehr happy mit den ganzen Pferden. Wir sind wieder im Stall angekommen. Da hinten steht Gollum. Wie süß. Gollum durfte sich jetzt aber trotzdem noch mal ein bisschen in der Halle bewegen und jetzt auch noch wälzen. Die Pferde haben wir weggebracht und jetzt sind wir zu Clara gefahren und haben uns jetzt hier schön... Ja, also wir sind einfach nur rübergelaufen. Sie wohnt einfach direkt gegenüber vom Stall. Wir sind rübergelaufen und haben uns jetzt schon umgezogen in dunkle Klamotten, denn wir werden heute auch auf dem Bierwagen stehen und dort ein bisschen mit ausschenken oder alles einfach trinken.